Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen ganz leichten Aircraft God Mode Glitch, sprich, dass ihr Helikopter und Flugzeuge ja so gesehen in den God Mode Zustand versetzen könnt. Dafür braucht ihr einmal einen Kollegen. Dieser Kollege sollte im besten Fall denselben Hangar wie ihr haben, sonst klappt das Ganze leider nicht. Was der Kollege nun machen muss, ist, der Kollege stellt sich einfach vor den Hangar mit dem Interaktionsmenü offen, dass er so gesehen nicht reingezogen werden kann. Und was ihr nun macht, ist folgende Sache. Wir betreten jetzt erstmal einmal den Hangar. Wichtig ist, dass wir den Hangar alleine betreten und nicht den Freund mit reinziehen. Nun machen wir folgendes. Wir holen uns nun das Flugzeug, was wir, oder eher gesagt den Helikopter, hängt davon ab, was ihr verglitschen möchtet, was wir nun eben in den God-Mode-Zustand verglitschen möchten. Ich in meinem Fall habe hier in meinem Lager eine Molotow und die möchte ich verglitschen. Das heißt, ich hole sie aus meinem Lager raus. Nun steigen wir in das Fahrzeug ein, was wir so gesehen verglitschen möchten, und fliegen mit diesem Fahrzeug aus unserem Hangar raus. Wenn wir nun draußen angekommen sind, machen wir folgendes. Wir fahren nun mit dem Helikopter oder mit dem Flugzeug, hängt davon ab, was ihr nutzt, so weit wie es geht nach hinten zu dem blauen Kreis. Wichtig ist, der Freund muss immer noch so gesehen das Interaktionsmenü offen haben. Dieser Abstand reicht zum Beispiel. Und was wir nun machen, ist folgende Sache. Nun gehen wir ganz einfach in unseren Hangar hinein. Sobald wir nun im Hangar gespawnt sind, machen wir folgendes. Wir laufen dort hinten zum blauen Kreis, der in unserem Hangar ist, und packen einmal das Flugzeug, was wir so gesehen verglitschen möchten, oder den Helikopter, in unser Lager. Sprich, ich gehe auf den Haupthangar, gehe auf die Molotow und packe diese in mein Lager. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir aus dem Menü raus und verlassen den Hangar anschließend wieder. Wenn wir nun den Hangar verlassen haben, sehen wir, dass unser Flugzeug oder Helikopter immer noch hier steht. Euer Freund muss immer noch das Interaktionsmenü offen haben, das ist sehr wichtig. Nun steigen wir ganz einfach einmal in das Fahrzeug ein, was wir verglitschen möchten. Und nun solltet ihr oben links auch die Option haben, den Hangar zu betreten. Was wir nun machen, ist folgende Sache. Wir drücken einfach rechte Pfeiltaste und Dreieck gleichzeitig. Das Ganze sollte dann genauso wie bei mir im Video aussehen, dass wir aus dem Flugzeug heraus spawnen und so gesehen in den Hangar reinlaufen. Nun bekommen wir die Meldung, ob wir mit unserem Freund oder alleine beitreten möchten. Diese Meldung lehnen wir mit Kreis ab. Und nun können wir schon sehen, dass das Fahrzeug, was wir verglitschen möchten, immer noch hier vorne steht. Unseren Freund brauchen wir nun in dem Fall nicht mehr, da das Flugzeug nun komplett, ja, so gesehen in God Mode ist. Falls ihr Probleme habt beim Einsteigen des Flugzeugs oder das Flugzeug nicht starten könnt, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und switcht hier einfach den Fahrzeugzugang die ganze Zeit herum und versucht dabei einmal einzusteigen. Eine Sache ist nur der Nachteil, dass ihr natürlich trotzdem noch aus dem Cockpit herausgeschossen werden könnt, aber das Flugzeug an sich ist im vollen God-Mode, das kann ich euch auch natürlich einmal zeigen. Wenn wir jetzt aussteigen und uns einfach mal einen, ja, beispielsweise Granatenwerfer nehmen oder irgendwas, was explosiv ist, hier den Granatenwerfer beispielsweise, und ich schieße jetzt einfach hier auf das Flugzeug, wie ihr sehen könnt, passiert dort gar nichts. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber würde sagen, lasst eine genaue da, hau da rein und ciao.